Ja, hallo, servus und herzlich willkommen zur 11. Folge von Let's Play Saints Row the Third mit Eni und Flo. Wir befinden uns gerade beim relativ trostlosen, aber dennoch hocherotischen Liebesspiel zweier Autos, die sich hier gegenseitig, ich möchte nicht sagen, zärtlich berühren, aber dennoch ist da auch Liebe anzumerken. Das ist also ein kleines Balzritual. Pink und Schwarz stärker. Oder Oliv, ich weiß. Was hast du jetzt gesagt? Ich bin stärker. Sorry. Ah! Ganz ruhig, der beschleunigt zu sehr. Also wir haben gesagt, wir machen jetzt eine Story-Mission. Und zwar nehmen wir hier Professor Genki auf mein Auto zu rammen. Gut. Bitte bestätige den Auftragsstart. Habe ich gemacht. Und jetzt fahren wir dahin. You ready to be a star? Though we already were. Entschuldigt. Aber da. Hey, ich habe jemanden zusammengefahren. Ach, das ist die Spielshow. Oh nein. Was treibst du denn wieder? Nee. Und so haben wir wieder einen Stern bei dem Bösen. Ja, weil ich die aus Versehen überfahren habe. Natürlich. Bei dir ist fast immer aus Versehen. Meistens ist es auch so. Manchmal kann ich nichts dafür. Manchmal natürlich schon, das gebe ich auch zu. Die Klassik. Ich liebe sie. Also diese ganze Skyline und so sieht halt trotzdem cool aus. Ach, das. Ach, ich sag Gute Mo. Muss ich da runterfahren? Gute Frau. Du weißt doch, dass ich keine Karte lesen kann. Du kannst nicht Auto fahren. Seltsamerweise bin ich wahrscheinlich vorher am Ziel. Sag ich ja. Aber wer nicht Karte lesen kann, ist schlechter drin als der nicht Auto fahren kann. Weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, ich bin eher am Ziel. Weißt du schon. So, vielleicht startet es ja eh automatisch. Oder? Mann. Ja. Das ist die lustige Spielshow. Hello, Steelport. And welcome to Professor Genki's Super Ethical Reality Climax. Time to see how the game is played. Gottes Willen. Aufpassen. Now, with every man, woman and tiger shot, your prize money goes up. But look out. So der Wilhelm Screen. Keine Pandas. Once you've collected enough money, the door to the lab opens up and you're free to go. But if you think it's that easy, you've never seen Genki before. Oh, and one more thing. On this show, no one gets to take a break. If you want to stay in the fight, be sure to shoot the first aid target. Good luck. Also wir laden unsere Energie, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht auf von selbst. Das heißt, wir müssen das Schild abschießen, wenn wir Energie haben wollen. Also muss man ein bisschen einteilen und vorsichtig sein, okay? Oh je. Ja. Das ich ist denke, ja Carnage Eni versteht das schon. Sehr gut auf mich. Ach Gott. Warum machst du sowas? Der Eninator. Also. Bist du? Wo bist du? Warte. So. Da läuft, glaube ich, auch Zeit dann. Schnell in einer Folge zu stellen. Vorsicht, warte mal kurz. Nett, dass wir da jetzt schon Energie verlieren. Oh, wir haben bloß 3 Minuten. Dann beeilen wir uns doch. Aua! Kruzifix und schon daneben. Vorsicht, wegen Elektro. Auf der Karte siehst du dann auch die Gegner noch, ne? Kruzif! Fuck it. Hast du den Panda erschossen? Ja, schön war's, ich triff überhaupt nichts. Nee, keinen Panda erschossen. Muss ich auf den da oben schießen? Ja, Gegner erschießen, bitte. Wie komme ich da drüber, mein Gott? Muss man die jetzt auch erschießen? Muss man die Hotdogs auch erschießen? Okay, du bist platt. Wenn du ein Erste-Hilfe-Zeichen siehst, darfst du es mir gerne sagen. Und ich. Du musst immer auf die Karte auch noch ein bisschen schauen, wo wer stehen könnte, aber oft stehen sie oben. Aua, komm, Hotdog. Muss man den jetzt töten? Da gab es einen Time-Bonus. Ich habe das mal. Sehr gut, ja. Abgeschossen. Ich würde den Hotdog. Also, die müssen wir im Endeffekt alle erschießen. Wo ich glaube, das kann man sich ganz einer? Gut merken. Da oben ist einer. Alles gut. Haben wir irgendwas vergessen? Da ist Health. Wo? Ach, super. Das hat sich bei mir aufgeladen. Sehr gut. Dann gehen wir gleich weiter in die. Oh, Vorsicht. Ich brauche noch mehr Health. Falls du siehst. Wenn du sowas mit Time-Bonus, das ist auch ein
Kommst, also, Ja, warte, ganz kurz. Ja, ja. Warum sagst du denn, kommst du? Wie? Zu mir. Warum nicht? Wenn hier Feuer ist. Ja, da ist immer links und rechts. Da kannst du mal schauen. Oh nein, ich hab mich. Entschuldigung. Der Kruzifix. Wir müssen uns bloß ein bisschen... Hast du einen Panda erschossen? Ja. Warum? Hast du gesehen? Wieso hast du den Panda erschossen? Ja, weil da ein Schild war. Weil da ein Schild mit dem Panda war? Ich hab Health geholt. Gut. Ja, bist du? Bist du dabei? Ich hab Time-Bonus. Wir müssen ein bisschen schauen wegen der Zeit, weißt du? Oh, fuck. Hast du den Panda erschossen? Nee, ich bloß, ich bin schon mal vorgegangen und da waren so viele Feinde. Muss bloß schauen mit der Dings, ich mit der... Ich kann besser die Schilder abschießen. Wir müssen bloß ein bisschen auf Zeit schauen. Ja, ja. Ja, ja. Aua. Vorsicht. Nee. Schon vorbei. Du bist aber auch ein... Oh Gott. Ich bringe dir Health. Kommt da jetzt noch Feuer? Ja. Spiele weiter, um mal mehr Garbelt, ja. Bargeld. Kopfschuss. Komm, Schweinchen. Jetzt rüberspringen, oder wie? Ei. Warst du schon wieder einen Panda getötet? Nein. Wie komme ich denn jetzt? Schweinchen getötet. Ini, wie kommen wir da vorbei? Ich weiß nicht, ich bin hinten rumgelaufen. Oh Gott. Ich bin jetzt blöd dafür. Ja, ich bin's blöd dafür, offiziell. Okay, dann gehen wir weiter. Also zum Ausgang. Ne? Wir müssen alles haben. Juhu! Juhu! Dieser Yay. Genki. Mhm, mhm. Hm? Ja, sehr gut. Kann ich brauchen. Wie viel Geld hast du gekriegt? 3584. Gut. Und du? Fortfahren. Ja, auch, soweit ich das jetzt gesehen habe. Du hast mehr von dem Professor Genki aktiviert, von der, da gibt es jetzt wieder Aktivitäten. Siehe auf deiner Karte nach, wo du sie finden kannst. Mhm. Und Pierce Washington. Du findest Pierce im Telefonmenü deines Handys. Er hilft den Saints bei den Kämpfen. Mhm. Mhm. So, so. Wer jetzt ringt? I'm only ist happy, so Benny Trains. Mhm. Es gibt wieder Bargeld. Ich habe ein Auto geklaut vom Feind. Möchtest du einsteigen? Vom Feinsten. Ich weiß nicht. Eine Sekunde, ich bin bis vorher aufgestiegen. Nein, nein, jetzt hat er mich aus seinem Auto rausgehauen. Du musst mir doch helfen. Wer, ich? Ich bin doch hier. Ja. Ja, Moment, Moment. Natürlich ich. Ich will keine Saints-Begleiter rekrutieren. Damn you. Das ist erst der Anfang. Wollen wir gleich noch eine Mission machen? Ja, kommst du, ansteigst ein, weil sonst sterben wir gleich alle. Gib Gas, Muskel-Lady. Oh, das ist ein schnelles Auto. Neuer Auftrag verfügbar. Ich würde sagen, wir machen den Auftrag gleich noch, oder? Ja. Wo geht's lang? Da. Hinter dich. Hinter mich? Hinter dich. Das ist so nicht richtig. Ich mache uns Musik. Ich kann keine Musik machen. Oh, das war. Kannst du auf dem Steuerkreuz links oder rechts drücken? Ah, ich hab schon. Schön. Jetzt, alles. Du bringst mich total durcheinander. Und sie fährt nach links, Gerd Wand. Ja, natürlich, wenn ich da wild rumdrücke und dann... Das ist das Joystick. Macht da was auf. Ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Ich kann ja nicht hinschauen, wenn ich Auto fahre. Und entschuldige bitte, dass ich den Controller... Gehst du weg? Nicht auswendig kann. Okay? Ja. Danke. Ich verzeihe dir. Da rein zum Strichen. Ja, ja, komm, ja. Komm, lass laufen. Entspann dich. Und? Da, der Piers. Bears. Beer's cheap, and I'm the best-looking motherfucker in here. Look, you may think it's time to kick back, but I'm done toying with these bastards. I want Loren, and I want him now. So where is he? No idea. But 10K says he's hiding out in that big-ass skyscraper. Now, Loren's a tactician. He's not gonna hole up in a building that screams, I'm a criminal mastermind. I need something concrete. To hit up powder? Nah,
I don't have time for a stripper. No, Powder's a designer gun store downtown. I saw some of Loren's thugs talking to the owner. There's gotta be something there. All right, let's go shopping. Oh, auf zum Waffenkauf. Das will hier keiner mehr, das Auto. Ach so? Ruf mal, ruft dir das eins, oder? Ja. Okay. Handy, Telefon. Man, gib mir mal bitte den Sovereign. Sovereign. Geil. Aua. Okay, Saints-Mitglied. Überfahr mich halt. Ich glaube... Mist. Ich wollte sie gar nicht als Geisel nehmen. Naja. Habe ich meine Fahrerin, die mir mein Auto gebracht hat, als Geisel genommen. Da habe ich sie weggeschmissen. Wo müssen wir eigentlich hin? Weiß ich nicht, dachte, du weißt es. Sieht man was auf deiner Karte? Ist Pierce bei dir drin? Nein, bei mir ist keiner eingestiegen. Hoppala. Was ist denn jetzt los? Hä? Warum ducken sich denn hier alle? Ich hab doch nichts gemacht. Komm mal bitte mit. Was ist denn... Ich verstehe jetzt nicht ganz. Was glitschen du auf dem Auto so rum? Ich wollte eigentlich hüpfen, ah ja. Ja, müsst ihr jetzt nicht... Du Fahrzeug surfen. Au! Aber was ist denn jetzt? Wieso geht denn die Mission jetzt nicht? Ich weiß Ach so, nicht. Man muss eine Mission... Hä? Okay, bitte nochmal nehmen. Das ist ein Krampf. Okay, gut. Jetzt bitte jeder ins Auto. Ja, was hast denn du gedacht, was ich jetzt mache, wenn ich so dastehe? Autoliebe. Umkehren. Los, Vibe. Schlimm, schlimm mit dir. Mit mir? Ja. Besonders. Also das finde ich ja nicht. La 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 la. La 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 la. Aua. Du hast gerade wieder Musik interpretieren. Nein. Lala, lala. Wie kommst du da drauf? Weiß ich nicht. Ich habe fröhlich mitgesungen und du musst es kaputt machen. Nein, ich bin nicht kaputt. Alles gut. Diese Shondi. Ja, die Ohrstöpsel, Tampons mit Ohrstöpsel übersetzen ist natürlich auch geil. Oh Gott, was? Wir betreten das Lager erstmal. Kümmer dich nicht um Gegner. Ja, sag mal. Shondi. Oh, Vorsicht. Da sind aber viele. Völlig zu Recht. Ich möchte da hoch. Ich möchte mich verstecken. Wo müssen wir eigentlich rein? Ich bin schon drin, aber ich muss erst die Waffe auswählen. Ich habe nämlich keine ausgewählt. Aber du musst auch schießen, gell? Ja, ja. Du musst unbedingt die Gnade aufbessern, das war nämlich gar nicht schlecht. Vorher. La, la, la. Und ich möchte diese explosiven Munition, das finde ich sehr gut. Ja, yes, sag mal, da müssen wir hin, Inni. Was? Let's get inside. Ich habe mich ja auch nur versteckt vor denen. Was haben sie da drin? La. He's checking in. Au. Ui. Gut. Boom. Headshot. Ja, du darfst es sagen, oder was? Was denn? Headshot. Ja, ich sag ja Headshot und nicht... Ja, man muss da genau zielen und es ist schön, einem Menschen in den Kopf zu schießen. Nein, 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 nein. So sagst es du. Du tust hier die Tatsachen... Verdrehen tun. Wieso? Weil ich das so auch nicht sag. Doch, du machst das mit so einer kindlichen Leichtigkeit, die
ein bisschen creepy ist. Ich sag ja nur, dass ich jemanden in den Kopf schieße. Geht's nur? Aber auch nur. Du hast so immer so ein Timing, dass du mir immer vor den Lauf rennst. Ja, das macht dir nichts. Na nö. Kannst du mir ja nichts tun. Na, wie kann dann die anderen nicht erschießen, wenn ich gerade ziel? Ach du. Ja. Oh, ui. Muskelbub. Minigun. Na gut. Gottes Willen. Ach, Alter. Dummheit. Wo bist denn du? Ich stehe auf der anderen Seite und leg mal El Granadas hin. Ich helfe dem Pierce schon. Hilfst du? Das ist gut. So, schau hin, jetzt kann man hinrennen und Y drücken und dann passiert Folgendes. Dann stopfst du ihm die Granate in den Mund. Mhm. Das ist ja und das ist nicht gesund. Das ist ja absolut widerlich. Ui, jetzt geht's da zur WM. Halten Minikanone. Karneval. Was? Halten und die Minikanone aufnehmen. Willst du den nehmen oder soll ich den nehmen? Man ist aber sehr langsam. Ich möchte nicht. Nicht? Nein. Nicht. Gut, warte bitte kurz. Ich würde sagen, bevor wir hier weiter auf. Was ist denn jetzt los? Moment. Oh, da ist man extrem langsam. Das ist ja gar nicht meins. Wo ist er denn? Da oben. Nee, das machen wir. Gehen wir erstmal da rein. Das wird sich alles zum Guten wenden. Ich bin ein alter Mann mit großer Kanone. Ja, ganz mit großer Kanone kommt große Verantwortung. So, wir unterbrechen diesen Streifzug hier kurz und machen in der nächsten Folge weiter, würde ich sagen. Und bis dann. Tschüssi. Tschüss.